Herzlich willkommen zum Näh deinen Stil Podcast. Ich bin Elke Puls, du kannst aber auch Elle zu mir sagen. Bei mir wird planvoll genäht. Ich zeige dir, wie du mit Freude und Fachwissen eine Garderobe aufbaust, die dich unverkennbar macht. Lass uns starten. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Näh deinen Stil Podcast. Heute ist ein Gast bei mir, die Anna von Einfach Nähen, die schon in Episode Nummer 7 hier war, also schon ein ganzes Weilchen her. Herzlich willkommen, liebe Anna. Vielen, vielen Dank, liebe Elke, dass ich wieder dein Gast sein darf. Ja, wir haben ja auch, ich glaube, einige Themen, die gerade sehr aktuell und spannend sind. Aber ich würde sagen, für die, die dich noch nicht kennen, für die wenigen, kurz noch eine Vorstellung. Also, Anja, jetzt sage ich schon Anja. Ach, du bist ja nicht die Einzige. Anja ist Anne, Annika. Ich bin schon mit diversen Namen angesprochen worden. Ja, mir liegt das natürlich immer so auf der Zunge, ne? ja, Anna ist YouTuberin und ich habe eben extra nochmal nachgeguckt, als du das letzte Mal bei mir warst, hattest du 35.000 Abonnenten und jetzt hast du 75.000, habe ich das richtig im Kopf? Ja, sind jetzt durch die Aktion jetzt letzte Woche noch deutlich mehr dazugekommen, aber ja, so ganz grob stimmt die Zahl, ja. Ja, krass, okay, cool. Also schon ganz ordentlich und Views wahrscheinlich nochmal deutlich mehr als Abonnenten, richtig? Das ist wohl so, ja, tatsächlich. Also wenn du bei YouTube oder mittlerweile bei Google mal ein Näh-Tutorial gegoogelt hast, dann bist du höchstwahrscheinlich damit aufgeploppt. Ich glaube, das ist auch was dir zugutekommt, oder? Dass man bei Google jetzt auch die ganzen Videovorschläge bekommt. Ja, das ist ja so ein Zusammenspiel aus Google und YouTube, was sie da ja machen. Also natürlich zahlt sich bei mir jetzt aus, dass ich seit 5 Jahren jede Woche Freitag ein Video hochlade. Das heißt, ich habe ja ein riesengroßes Portfolio, also einen riesen Backkatalog hinten dran. Ich habe jetzt gerade meine 200. Tipps und Tricks Folge gefeiert. Das Wahnsinn. Sind natürlich nicht alle Videos, sondern da sind ja auch noch verschiedene andere noch mit dabei. Die habe ich nur irgendwann dann angefangen zu zählen. Und dann, man meint ja immer, man ist irgendwann mit allen Themen durch, aber ich habe noch immer nur eine riesengroße, lange Liste an Nähproblemen, zu denen ich noch ein Video machen möchte. Da ist noch kein Ende in Sicht. Ich glaube, da wird nie ein Ende in Sicht sein, oder? Weil es gibt immer wieder neue Materialien und Trends, die du sicherlich aufgreifen kannst. Aber grundsätzlich hast du ja sehr zeitlose Inhalte, ne? Das versuche ich tatsächlich so zu handhaben, ja. Also dieses heute möchte ich dir zeigen, habe ich mir relativ zügig abgewöhnt. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt am Anfang gesagt habe, weil dieses heute ist ja, wenn ich das in 3 Jahren mir angucke, ist das nicht mehr heute. Also dann, das finde ich irgendwie komisch. Oder okay, wenn man sich ganz viele Videos hintereinander anguckt, weil meine sind ja zum Glück nicht ganz so lang, dann ist immer heute, 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 heute. Und deswegen versuche ich die wirklich, wie du schon sagst, zeitlos zu halten, ja. Mhm. Weil mich die Frage auch über Instagram erreichte, erzähl doch nochmal ganz kurz, was du vor deinem YouTuber-Leben gemacht hast. Oh Gott, das hört sich an, als hätte ich schon so unglaublich viel gemacht. Wenn ich jetzt anfange zu erzählen, dann stimmt das wahrscheinlich auch. Also ich habe tatsächlich nach dem Abitur Jura studiert, erstes Staatsexamen gemacht, dann ein Master in Rechtsinformatik hinten dran geschmissen, dann mein zweites Staatsexamen gemacht und dann bin ich auch als Anwältin tätig gewesen. Also eigentlich ein Werdegang, der für einen YouTuber einen klassischen relativ untypisch vielleicht ist, wobei es ja auch Juristen gibt, die auf YouTube sehr erfolgreich sind, aber ich habe dann tatsächlich mein Hobby zum Beruf gemacht, ja. Ja, und bist glücklich damit, nehme ich an. Bin sowas von glücklich damit. Mit dem anderen Beruf wäre ich, glaube ich, nicht so glücklich geworden. Ja, ja. Ja, okay, super. Genau, zur Info, wer Anna näher kennenlernen möchte, bitte hört euch dann erst die Episode Nummer 7 an. Das ist wirklich die allerbeste Kennenlern-Episode. Und dann kannst du hier einsteigen. Aber wir wollen jetzt einfach gleich ins Gespräch einsteigen, damit wir sozusagen das nicht wiederholen, was wir ja schon mal besprochen haben. Gut, Anna, also nochmal, schön, dass du da bist. Danke dir. Wie war denn bei dir die letzte Woche? Die letzte Woche, ich glaube, ich kann das überhaupt nicht in Worte fassen. Was da passiert ist, ist unfassbar. Wir sind ja jetzt nun mal gerade in Corona-Zeiten und am Dienstag ist was passiert, was total
mein Leben im Moment ein bisschen auf den Kopf stellt tatsächlich. Ich habe am Dienstagmorgen von unserer örtlichen Apotheke eine E-Mail erhalten mit dem Hinweis darauf, dass die Stadt Essen zusammen mit der Feuerwehr ein Schnittmuster rausgegeben haben und darum bitten, dass man Mundschutze näht, weil jetzt die aktuelle Situation tatsächlich gerade so extrem ist, dass in Pflegeeinrichtungen und überall, wo Menschen mit anderen Menschen zu tun haben und auch vor allem den Mindestabstand von 2 Metern nicht einhalten können, Mundschutze brauchen, die es aber nicht gibt, weil der Markt leer gekauft ist. Und die Apotheke hat mich gebeten, ob ich dazu nicht ein Video machen könnte. Und dann habe ich zuerst hin und her überlegt, zuerst war meine Reaktion auf gar keinen Fall, weil das bringt falsches Sicherheitsgefühl, weil die Leute dann Mundschutz tragen, vergessen Hände zu waschen. Und ich möchte mich eigentlich nicht in dieses Thema tatsächlich mit einmischen. Das war so meine erste Abwehrreaktion, dass ich dachte, nee, das mache ich nicht. Das kann gerne jemand anders machen, aber das, den Shitstorm, den möchte ich nicht abbekommen. So, dann habe ich einen Kaffee getrunken. Dann habe ich mit meinem Mann darüber gesprochen. Dann habe ich noch mit einer Freundin darüber gesprochen und beide haben gesagt, mach das, weil es ist ja nichts, was ich jetzt nach vorne stelle. Ich vertreibe kein Schnittmuster. Ich leite die Leute nicht auf meine Seite. Auch das YouTube-Video, was ich ja dann gemacht habe, ist komplett werbefrei. Also ich habe die Werbung vorher ausgeschaltet. Und ja, mich ganz spontan wirklich dann am Dienstagmorgen hingestellt und habe dieses Video gemacht, hochgeladen und die erste Zeit war schlimm. Die erste halbe Stunde kam nämlich dann genau der Kübel, den ich erwartet hatte. Aber mit der Zeit kamen dann auch viele, viele positive Reaktionen, die jetzt unterm Strich auch die ganzen anderen Negativen tatsächlich komplett überdecken, dass ich dann gesehen habe, wie groß die Not tatsächlich ist. Und das hat mich erschrocken. Ich habe mit der Hebamme telefoniert, die bei unserem zweiten Kind mit dabei war, die mir Sachen aus Kreissälen und sowas erzählt hat. Mir kamen echt die Tränen. Also ich habe wirklich da gesessen. Ich habe auch eine Insta-Story gemacht, wo es mich einmal komplett überrannt hat und mir die Tränen echt runterliefen. Weil das war mir nicht bewusst, was für ein Leid und Elend da gerade ist, tatsächlich wegen ja, einem Stückchen Stoff, sagen wir es mal so. Es ist natürlich klar, so ein Mundschutz hilft nicht vor Viren und Bakterien, egal ob Corona oder irgendetwas anderes. Da ist sich die Wissenschaft auch relativ sicher, dass man da sowieso nur die sogenannten FFP3-Masken nutzen kann. Die werden halt aufgeklebt und sind dann wirklich atmungsdicht irgendwie oder dass da halt so ein Filter drin ist, der die dann rausfiltert. Aber alles andere darunter hilft sowieso nicht. Und dieser Mundschutz ist tatsächlich nur dafür gedacht. Mein Vater brachte es so schön auf den Punkt, es ist ein Spritzschutz. Und so ähnlich kann man sich das eigentlich auch tatsächlich vorstellen. Es schützt nicht einen selber, sondern es schützt die Umgebung vor Tröpfchen, die man ausatmet, hustet, niest oder sonstiges, die halt die groben Tröpfchen dann auffangen, dass sie sich nicht in der Weltgeschichte verteilen. Und der große positive Nebeneffekt ist auch, man fasst sich halt nicht so oft ins Gesicht. Also Mund und Nase sind relativ geschützt, die Augen zwar nicht, die ist ja auch eine Schleimhaut, aber man geht halt, wenn man Viren an den Händen hat, nicht so schnell ins Gesicht und packt die sich irgendwo rein und umgekehrt genauso. Und was auch ein sehr schöner Nebeneffekt ist, wenn man im Moment mit so einem Mundschutz einkaufen geht, die Leute halten Abstand. Ja. Das finde ich großartig. Ja, und die selbstgenähten sehen halt auch einfach schöner aus. Und warum sollte man in so einer bescheidenen Zeit, in der wir jetzt gerade sind, nicht einfach das Leben ein bisschen bunter machen und schöner machen? Ja, also ja, finde ich interessant, weil bei uns war das tatsächlich auch schon so vor 1-2 Wochen Gesprächsthema und Grisha meinte, warum machen wir nicht irgendwas mit Mundschutz, wenn es die gerade nicht mehr gibt und so. Und ich sage, es bringt doch sowieso nichts. Also wenn man sich dann so ein Stück Stoff vor den Mund hält. Aber ja, also wenn man mal drüber nachdenkt, wenn jeder so ein Stück Stoff vor dem Mund hätte, hätten wir ja alle was davon, ne? Genau. Aber das ist, glaube ich, bei uns schwierig umzusetzen, weil das immer so sehr komische Gefühle in den Mitmenschen hervorruft, die du ja gerade schon beschrieben hast. Wenn jemand mit so einem verdeckten, halb verdeckten Gesicht rumrennt, das ist ja schon so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne? Ja. Während man in Asien wahrscheinlich da total dran gewöhnt komisch, ist. Ja, ne? Da wirst du komisch angeguckt, wenn du keinen trägst. Also ich habe den Podcast von dem NDR mit dem Professor Drosten von der Charité in Berlin, den höre ich regelmäßig und in der Folge 15 geht es genau um dieses Thema, bringt ein Mundschutz was oder nicht? Und vorher, also ich sag mal, bis Dienstag war immer so, was ich sagte, ne, bitte nicht, weil falsches Sicherheitsgefühl. Und in diesem Podcast hat er selber gesagt, für den Nahbereich sind die Dinger tatsächlich ausreichend und man muss sich halt als Gesellschaft auch überlegen, ob man diesen Kraftakt anstreben möchte, dass alle so einen Teil tragen, so wie es in Asien halt ist. Und das spätestens dieser Podcast, der hat mich dann komplett davon überzeugt, diesen Gegenwind auch tatsächlich auszuhalten.
Ich muss dazu sagen, viele sagten, boah, was für ein Shitstorm und geht gar nicht. Ich finde, sie haben zwar sehr heftig reagiert, aber ich bin tatsächlich nicht beschimpft worden. Also okay. Was man so von anderen Dingen vielleicht kennt. Schlimmste war vielleicht schäm dich und du spielst hier mit Menschenleben und so. Ich kann die, kann das gut nachvollziehen, dass die Leute sehr aufgebracht sind. Aber zwei, die sehr stark da am Dienstag noch gegen gewettert haben, haben sich tatsächlich bei mir persönlich auch noch entschuldigt am Mittwoch. Die nämlich dann auch gesehen haben, dass die Situation mittlerweile tatsächlich eine andere ist. Und das sind wirklich schöne Momente, die man dann erlebt, zusätzlich zu den ganzen Danke, dass du das machst und so weiter. Und man das Gefühl hat, man kann mit seinem Hobby tatsächlich endlich mal was bewirken und wird nicht immer belächelt. Wie es ja viele von uns haben. Ha, du nähst, ja, ist okay, ich spiele Schach oder irgendwie sowas. Man wird ja stellen mal irgendwie so ja, belächelt mit diesem Hobby, aber jetzt können wir tatsächlich was Gutes tun. Das ist schön. Ja, ich habe das so in winzig klein jetzt gerade mitbekommen, was du gerade eben erzählt hast, weil ich ja gestern auch in der Story was gemacht hatte zu einer Gesichtsmaske, die aber ein bisschen anders aussieht, wie die, die du ja gezeigt hast. Und dann kamen halt so Fragen, ja, was ist denn jetzt besser und so. Ich so, oh, keine Ahnung, ist halt auch ein Stück Stoff vom Gesicht. Und ja, dann hatte ich ein Foto gezeigt, wo mein Mann und ich uns spaßeshalber mit diesen Masken geküsst haben. So. Und das wurde halt auch nicht von jedem so gut aufgefasst. Also es war halt als Scherz gedacht so, aber kam halt dann nicht so bei jedem als Scherz an. Okay, muss ich dann mit leben. Aber dann kam eben auch genau diese Reaktion, die du eben beschrieben hast. Das sei ja eben auch unverantwortlich. Die Leute würden sich ja in falscher Sicherheit wiegen und so weiter und so fort. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz gut, dass wir das jetzt einmal hier nochmal thematisieren und auch klarstellen. Ich habe dann auch nochmal, ja, quasi nochmal gesagt, weil ich dachte, anscheinend versteht es ja noch nicht jeder so, dass es eben kein Schutz gegen die Viren ist, sondern dass es, wie du sagst, ein Spritzschutz ist. Ja. Ja, genau. Und es geht ja auch hauptsächlich darum, dass wir die Leute unterstützen, die gerade Hilfe brauchen. Also ich mag immer noch bezweifeln, ob man im privaten Bereich, wenn man sowieso zu Hause bleibt, das braucht. Ja. Also und wer sich dieses Ding anzieht und meint, er müsste sich danach keine Hände mehr waschen und alles ist super tutti und ich gehe mit dem Ding raus und alles ist gut, der hat so die Situation sowieso nicht verstanden. Aber wenn ich die glücklichen Augen meiner Hebamme sehe, der hatte ich, wie gesagt, 10 Stück gegeben oder ich war heute bei meinem Physio, der hat auch welche abgenommen und direkt welche bestellt. Ich habe den Postboten angesprochen, der war sehr dankbar, der hat mittlerweile schon 2 Stück bekommen und direkt für seine Kollegen noch welche bestellt. Ich nähe jetzt hier nicht für mich und meine Familie, sondern wirklich für Leute, die tagtäglich da draußen sind, für uns versuchen, ein Stück Normalität ja zu bringen. Und wenn diese Leute nach Hilfe schreien, finde ich das überhaupt nicht verwerflich, das dann auch zu machen. Ja. Ist doch völlig egal, welches Schnittmuster das ist oder welcher Draht da drin ist oder ohne Draht, mit einem Vlies noch dazwischen oder Damenbinde eingenäht oder. In Italien und in Tschechien ist auch die Empfehlung rausgegeben worden, sich auch einen Schal einfach vors Gesicht zu binden. Also können wir auch bei den normalen Baumwollstoffen sein. Und dass jemand nicht eine Gardine vernäht, sollte, glaube ich, jedem klar sein. So viel Selbstverständnis traue ich den Menschen dann doch noch zu bei den vielen merkwürdigen Kommentaren, die trotzdem immer noch mal kommen. Genau, also für vieles medizinisches Personal ist es, glaube ich, einfach wichtig, weil die ja teilweise sehr, sehr eng mit den Patienten zusammenarbeiten müssen. Ich weiß nicht, wenn jemand gewendet werden muss, jemandem aufs Klo geholfen werden muss und was auch immer. Ja, es ist ja immer sehr nah am Menschen. Ja. Und ich glaube, es ist auch psychologisch vielleicht ganz gut zu wissen oder das Gefühl zu haben, dass man irgendwie geschützt ist. Ne? Das denke ich auch. Und ich glaube, wir sollten uns auch alle darüber im Klaren sein, wenn wieder ausreichend medizinisches Gerät da ist, egal ob jetzt so ein Mundschutz oder auch, ich habe jetzt ein Video gesehen auf Instagram, wie ein Oberarzt sich so ein Schild bastelt. Ach ja, das habe ich auch gesehen. Wie verzweifelt da tatsächlich die Ärzte schon sind, dass sie sich hinsetzen und anfangen zu basteln. Also ich denke, jedem da sind, dass es eine Ausnahmesituation hier ist und dass es jetzt nicht darum geht, den Markt demnächst mit selbstgenähten Masken zu überfluten und die medizinischen Produkte, die werden dann weggeschoben. Also das ist natürlich auch Unsinn. Es geht nur um diese Momentaufnahme gerade. Genau, wir warten ja im Grunde darauf, dass die Produktion von den wirklich medizinisch fachgerechten Sachen wieder anlaufen kann und wieder geliefert werden kann. Das wäre jetzt sehr wünschenswert.
Ja, es gibt ja mittlerweile große Firmen, die das ja auch machen. Also Trigema zum Beispiel und Mai, die haben beide ihre Produktion umgestellt. Die haben jetzt auch gesagt, dass sie Masken nähen statt T-Shirts oder was auch immer sie dann da nähen. Und das ist einfach ein tolles Signal. Und wenn das Firmen schaffen, dann schaffen wir Hobbynäher das auch. Wir sind ja um die 10 Millionen Hobbynäher und wenn jeder von uns am Tag nur 5 Masken näht, dann sollten wir eine ganz schön große Anzahl zusammen haben. Ja, wünschenswert wäre es auf jeden Fall. Ja, und dann gibt es ja mittlerweile auch ein Engagement von Seiten Schnittenliebe, einem Instagram-Account. Ich weiß nicht, wie heißt die junge Frau dahinter? Jasmin. Weißt du? Jasmin, okay. Jasmin hat auch eine Webseite und auf dieser Webseite koordiniert sie sozusagen den Bedarf an handgenähten Mundschutzen. Ne? Richtig, genau. Da kann man also sich hinwenden, wenn man Bedarf hat und man kann sich hinwenden, wenn man sozusagen was produziert hat und möchte, dass das an Arztpraxen, Krankenhäuser und so weiter geliefert wird oder geschickt wird, die das tatsächlich auch sehr akut brauchen. Genau, das ist nämlich nach Postleitzahlen dann auch sortiert. Es gibt verschiedene Menschen, die sich da Gedanken drüber gemacht haben. Ich hatte das tatsächlich auch. Ich hatte einen kleinen Blogbeitrag am Freitag dazu geschrieben, einfach weil ich mich nicht immer wiederholen wollte. Und da habe ich auch runtergeschrieben, wenn ihr Hilfe braucht oder näht, dann sagt mir Bescheid, ich bringe euch zusammen. Das hat aber auch ein Ausmaß angenommen, das konnte ich überhaupt nicht mehr bewältigen. Das glaube ich, ja. Und deswegen habe ich das bei meiner Seite wieder runtergenommen und verweise jetzt auch alle an schnittenliebe.com. Da findet man das dann. Und wie gesagt, es ist nach Postleitzahlen sortiert. Und ansonsten kann ich jedem nur sagen, fragt einfach mal nach, wenn ihr den Postboten trefft. Die Apotheke war total glücklich, dass sie welche bekommen haben, die Hebammen, die Pflegedienste, die Sanitäter, einfach mal fragen. Ja, oder eben auch die Arztpraxis, wo man sonst einfach immer hingeht, ja, oder Kinderarzt, genau. Frauenarzt, wie auch immer. Weil wir möchten ja auch, wenn wir krank werden, die Möglichkeit haben, behandelt zu werden. Ne? Und genau. Also ich denke, oder ich hoffe, dass jetzt der Sinn und Zweck des Ganzen klar ist und ja, wer eben Lust hat und Zeit hat oder sagen wir mal, wer Zeit hat, sich einfach mal hinzusetzen, eine halbe Stunde, eine Stunde und ein bisschen Mundschutz zu nähen, dann kann ja schon einigen Menschen damit geholfen werden. Zumindest, wenn man auch ganz viel Schreckband noch zu Hause hat, so wie ich. Ich weiß gar nicht, warum ich so viel Schreckband ja, hatte. Ja, du hattest ja so eine Riesenrolle und ich dachte, oh Gott, ich muss das jetzt selber machen. Ich habe diese Riesenrolle und Elke, ich habe langsam Angst, dass ich demnächst kein Schreckband mehr habe. Ist und dann wird es lustig, also, sage ich dann dir. Dann wird es lustig, ja. Petra von Pepelinchen hatte ja auch, ich glaube, heute Morgen schon gesagt, dass Schrägband gerade extrem nachgefragt wird bei ihr. Ja. Und ich habe mir gestern Abend selber welches gemacht. Aber da können wir an der Stelle auch nochmal darauf verweisen, dass du ja ein YouTube-Tutorial zum Schrägband machen hast. Ja, genau. Hast du da auch irgendeinen bestimmten Trick, wie man schneller machen kann? Den würde ich jetzt gerade auch gern wissen. Ja, wenn man eine Overlock-Maschine zum Beispiel hat, kann man das wahnsinnig schnell machen. Denn Schrägband selber machen ist relativ einfach. Für die Masken sowieso, weil man muss theoretisch gar nicht schräg zuschneiden, sondern man kann das auch in Reihen machen. Das heißt, man nimmt sich seine lange Bahn, näht eine kurze Seite zusammen, sodass das wie so ein Schlauch ist. Und dann nimmt man sich die Overlock-Maschine und schneidet nur. Also man hat keine Nadeln drin, sondern man nutzt nur das Messer und kann das dann unter die Overlock-Maschine halten. Man kann sich da auch vorher noch mit Pappe so einen Abstandshalter machen, auf 5 cm zum Beispiel. Und in dem YouTube-Video zeige ich das auch ganz genau. Ah, wenn man jetzt cool. keine Overlock-Maschine hat, geht das auch mit der Schere natürlich. Ja. Aber auf diese Art und Weise kann man sich auch aus einem relativ kleinen Stoff tatsächlich relativ viel Schrägband machen, ohne immer Streifen zu schneiden. Mhm. Und dann kann man auch, wenn man keinen Schrägbandformer hat, auf dem Bügelbrett sich ein paar Stecknadeln stecken und dann wird es schon direkt gefaltet, sodass man das auch schön bügeln kann. Okay, sehr gut. Werde ich mir gleich anschauen. Gekauft ist trotzdem schöner. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber das heißt, die einzige Möglichkeit zu kaufen ist ja jetzt zu bestellen. Ja. Weil lokal kann ich ja auch nichts mehr kaufen, beziehungsweise können wir alle nichts mehr an Stoff kaufen. Und ja, okay. Ja, gut. Aber das ist nochmal ein anderer Ansatz, wenn du das gerade sagst. Es sind ganz viele, die jetzt dazu aufrufen, den lokalen Händler auch zu unterstützen. Mhm. Also ich bin Vertreter dafür, dass ich glücklich bin, wenn ich meine Vorräte hier jetzt erstmal aufgebraucht bekomme. Aber man kann natürlich auch sagen, ich möchte auch gerne, dass mein Stoffgeschäft auch nach dieser Zeit noch da ist und dann einfach dort bestellen. Ob man es jetzt braucht oder nicht, ist ja dann erstmal
mal ganz egal, aber support your locals oder eben dein Lieblingsgeschäft, was du hast, wo du sonst auch immer bestellst. Die kämpfen teilweise tatsächlich ums nackte Überleben im Moment. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, ob die darauf ausgelegt sind, Online-Bestellungen anzunehmen. Also ich habe zum Beispiel auch einen Lieblingsstoffladen hier in der Nähe, die das überhaupt gar nicht machen, Versand. Also bisher, noch, ne? Noch nicht. Ja, genau. Bisher. Wer weiß, aber was sie in 3 Tagen machen. Ja. Ja. Na okay, also auf jeden Fall mal nachfragen beim Lieblingsstoffladen, ob man trotzdem was abnehmen kann. Ne? Genau, vielleicht stellen die auch die Tüten vor die Tür. Geht ja auch. Das muss ja kein Online-Versand Stimmt, ja. sein. Ne? Man kann ja auch bestellen. Also es gibt ja viele Möglichkeiten jetzt im Moment auch für Stoffläden. Ich habe eine Sache gesehen, die fand ich auch ganz schön. Da wurden Nummern ins Schaufenster gelegt, also Sachen und damit Nummern drauf. Und dann konnte man anrufen und sagt, ich hätte gerne Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das wurde dann fertig gemacht, einen Termin vereinbart, wann es abgeholt werden konnte. Und dann standen die Sachen passend vor der Tür. Mhm. Ja, die Leute genau. werden kreativ und erfinderisch. Und das ist toll. Das ist wirklich ja. toll. In dieser ganzen merkwürdigen Situation, in der wir jetzt gerade alle stecken, das ist ein ganz tolles Umdenken, was insgesamt stattfindet, worauf wir vielleicht bei vielen Sachen vorher gar nicht drauf gekommen wären. Und Bezahlung ist ja heutzutage kein Problem. Du kannst ja vorab mit PayPal bezahlen, ne? Genau. Oder vorab überweisen oder was auch immer. Und ja, genau, Tüte vor die Tür ist auch ja, eine gute Variante. Okay. Ja, und wie sieht es bei dir aus? Wie macht sich die, oh Gott, man mag das Wort schon gar nicht mehr sagen, ne? Die Corona-Krise bei dir bemerkbar? Oder, also, okay, du hast jetzt nicht weniger zu tun, aber die Frage ist, wie sieht es für dich, sage ich mal, businessmäßig aus? Businessmäßig habe ich ja das große Glück, dass ich sowieso zu Hause arbeite. Das Einzige, was dazugekommen ist, ist, dass die Kinder halt zu Hause sind und ich nicht jetzt mehrere Stunden am Stück arbeite, sondern versuche, das irgendwie zu stückeln. Und ich da auch zwischenzeitlich in so eine Art Lethargie verfalle und dann auch echt mich manchmal motivieren muss, dann auch die Sachen dann auch zu machen, weil auch ich mich dann manchmal frage, warum eigentlich? Mhm. Warum? Das ist jetzt gerade vielleicht nicht unbedingt so wichtig. Also am liebsten würde ich den ganzen Tag die Masken nähen, natürlich, aber auch ich habe ein Business, was dahinter steht mit meinem Premium-Bereich, wofür Leute Geld bezahlt haben, die eine Leistung zu erwarten haben, was sie auch zu Recht erwarten und das muss halt auch gemacht werden. Aber ich habe da nicht so das große Problem, dass ich jetzt groß umorganisieren muss. Das Business läuft bei mir tatsächlich so weiter. Der einzige Unterschied ist jetzt dadurch, dass ich das Video mit der Atemschutzmaske kostenlos gestellt habe. Bei YouTube sind natürlich die Einnahmen auch entsprechend etwas geringer, als wenn ich Werbung davor schalte. Aber das ist mir eine Herzensangelegenheit, die Sache. Deswegen gibt es da keine Werbung davor, auch wenn dieses Video innerhalb jetzt einer Woche die 300.000 Klickmarke gesprengt hat. Das ist ein Traum ohne Ende, wenn die Umstände nicht so traurig wären. Ja. Aber das Business an sich läuft so, wie es vorher gelaufen ist, bei mir auch erstmal weiter. Bis zu dem Punkt, wo sie mir dann irgendwann das Internet abstellen. Dann habe ich auch ein großes Problem. Ja, ich auch. Dann können wir auch keine Podcasts mehr senden, wenn es kein Internet mehr gibt. Das wäre nicht gut. Und wenn die Leute kein Netflix mehr haben, gehen sie sich an die Gurgel. Also das wird noch oh spannend Gott, werden. Ja. Das wollen wir ja alle nicht. Dann gucken wir Nein. lieber verpixeltes Netflix. Und YouTube. Ja, aber erzähl doch mal ein bisschen genauer, was deine Kunden in deinem Mitgliederbereich so bekommen. Das weiß ja noch nicht jeder. Also ich habe im September letzten Jahres einen Premium-Mitgliederbereich auf meiner Website installiert, wo jeden Monat ein neues Schnittmuster von einem angesagten Designer hochgeladen wird, was sich Premium-Mitglieder kostenlos herunterladen können. Dazu gibt es dann eine Stoffempfehlung bei einem Online-Händler, wo wir vorher schon einige Stoffe besprochen haben, die sich perfekt für dieses Projekt eignen, weil viele gerade am Anfang Schwierigkeiten haben, sich die richtigen Stoffe zu dem Projekt vorzustellen. Da eine Webware zu einem Jersey-Schnitt gekauft wird, weil das Muster so schön ist oder umgekehrt und die sich dann wundern, warum es nachher nicht passt. Und dann zusätzlich gibt es dann ein Video von mir auch noch, wo ich wirklich mit ganz viel Zeit Schritt für Schritt erkläre, was gemacht werden muss, damit auch wirklich Nähanfänger sich mit so einer Sache mal auseinandersetzen können. Und selbst wenn einem der Schnitt in dem Monat gerade nicht gefällt, dann kann man sich das Video trotzdem anschauen und vielleicht Tipps und Tricks dann noch rausnehmen. Und es gibt auch in den Online-Shops immer noch Rabatte, mit denen man dann shoppen kann. Und das muss nicht immer das Material nur zu diesem Projekt sein, sondern bezieht sich in der Regel auf das komplette Sortiment.
sodass man hier wirklich so ein Rundum-Sorglos-Paket hat. Und wem das noch nicht reicht, der kriegt einmal im Monat noch die Möglichkeit, seine Nähprobleme entweder Olga oder mir zu stellen oder Fragen zu stellen. Und die werden wir dann in einer Live-Nähsprechstunde dann auch entsprechend beantworten, sodass wir hier auch wirklich eine persönliche Ebene schaffen, wo man sich hinwenden kann, wenn man denn Fragen zu Nähproblemen hat. Wir hatten das ursprünglich nur für das Schnittmuster des Monats, haben das jetzt aber aufgebrochen, sodass man sämtliche Fragen stellen kann zu Nähproblemen, auch schnittübergreifend. Das ist dann ganz egal. Voraussetzung ist, dass man Premium-Mitglied ist. Ja, ich finde, solche Fragen- und Antworten-Runden, also die mache ich ja auch, sind sehr bereichernd für alle, weil manchmal ja auch Fragen gestellt werden, die einem auch kommen, aber deren man sich gar nicht so bewusst ist oder man traut sich gar nicht, die zu fragen. Ja. Und dann sieht man auf einmal, ach Mensch, die anderen fragen genau das, was ich wissen will. Und oder sie stellen Fragen, auf die man selber noch gar nicht gekommen ist und dann auf einmal so denkt, stimmt, gute Frage eigentlich. Ja, das Schöne ist, dass wenn wir merken, dass es Fragen sind, die einfach zu umfangreich sind, sowohl Olga als auch ich, wir bieten auch ein Online-Coaching an, was man buchen kann, sodass man in einer Konferenz, also jetzt via Skype oder Zoom oder sowas, sich kurz schließen kann und meine 1-zu-1-Betreuung dann tatsächlich hat. Zu Corona-Zeiten super. Ja, auf jeden Fall. Vorher fand ich das Konzept auch schon gut, dass man halt nicht aus dem Haus muss, sondern egal, wo jemand sitzt, der kann das machen. Und dadurch, dass ich jetzt mit meiner Website auch umgezogen bin, das war auch nochmal ein kleines Drama zwischendurch, aber jetzt läuft Gott sei Dank alles, kann ich tatsächlich diesen Premium-Bereich auch weltweit verkaufen. Also egal, ob man jetzt, ich sag mal, in Uruguay sitzt oder in Australien oder irgendwo auf Island oder so, das ist völlig egal. Ich kann tatsächlich weltweit diesen Service auch anbieten. Ja, sehr gut. Was ist denn das Schnittmuster des Monats? Ach du Scheiße, Elke. Ich bin doch so schlecht mit meinem Namen, weil ich bin in der Planung schon 2 Monate vor. Was haben wir denn? Okay. Entschuldigung. Das Hemdblusenkleid Belladonna von Erbsünde ist jetzt gerade aktuell. Das ist ein das ist ein etwas aufwendigeres Projekt. Das wird auch jetzt wieder einfacher. Ich versuche immer so eine gesunde Mischung zu finden, dass auch fortgeschrittenere Anfänger sich mal ein bisschen eine Herausforderung stellen. Ist natürlich jetzt ganz klar hier Knopfleiste und Hemdkragen mal zu nähen. Nächstes Mal wird es dann von Lillesol und Pelle, die Mia Flora. Das ist ein Shirt oder kann man auch als Kleid nähen mit einem schönen Kelchkragen oben. Wieder eher was für Anfänger und deswegen muss ich jetzt gerade überlegen. Ich bin in der Planung, wie gesagt, schon ein bisschen weiter und dann vergesse ich ganz schnell, wie die Sachen heißen. Und du hast gesagt, du schaust, dass du sozusagen verschiedene Nählevel abdeckst, also verschiedene Schwierigkeitsstufen. Ja. Können denn die Mitglieder auch Einfluss darauf nehmen, welches Schnittmuster kommt oder ist das immer deine alleinige Entscheidung? Wie machst also du das? Wünsche kann man sich immer, wünschen kann man sich ja vieles. Es ist immer in Absprache mit dem Schnittdesigner natürlich. Also ich kaufe bei den Designern eine Lizenz. Manchmal ist es auch so, dass ich dann das Video freigebe dann dafür. Es kommt immer ganz drauf an, was der Designer gerne haben möchte. Und der entscheidet eigentlich darüber, welches Schnittmuster er gerne hergeben möchte. Manchmal ist es ein ganz aktuelles, weil man vielleicht da auch noch einen Werbeeffekt nochmal mit haben möchte. Manchmal sind es aber auch Schnitte, die schon etwas älter sind, die haben sich dann halt amortisiert und dann ist es halt in Ordnung, wenn das dann an eine große Anzahl nochmal rausgegeben wird. Das überlasse ich dem Designer. Ich gebe immer so ein bisschen eine Richtung, Vorstellung, was ich mir wünschen würde vor und dann gucken wir immer mal, ob das denn dann passt. Also, dass nicht jetzt 3 T-Shirts hintereinander sind, sondern dass es wirklich ein bisschen abwechselt. Okay. Was kostet es denn? Das ist auch eine sehr schöne Frage, die immer mal wieder gestellt wird. Das kommt nämlich immer ein bisschen drauf an, was man denn möchte. Es gibt 3 verschiedene Stufen. Man kann sich entweder nur für 1 Monat anmelden, dann kostet das Ganze 19,90 €. Da ist dann aber nur diese Schnittgeschichte mit drin, von der ich gerade erzählt habe. Wenn man sich jetzt für ein Quartal entscheidet, also 3 Monate bucht, dann sind das im Monat 14,90 €, also... Oh Gott, ich will mich jetzt auch nicht blamieren. 44,70 €, genau. Und dann hat man aber auch die Möglichkeit, auf ausgewählte Online-Kurse von mir zuzugreifen. Man hat auch die Möglichkeit, auf alle meine Schnittmuster zuzugreifen, auch wenn das nicht so viele sind, aber es sind trotzdem schon welche da. Und man hat auch die Möglichkeit, das gilt übrigens auch für das Monatsangebot, sich das Schnittmuster für den so long auch noch runterzuladen. Also nicht nur das Schnittmuster, sondern auch zusätzlich die Anleitung. Das ist das Besondere, nicht nur den Schnitt, sondern eben das ganze E-Book.
Und wenn man sich für ein Jahr entscheidet, dann sind es nur noch 9,90 Euro im Monat. Also vielleicht mal gerade ein Meter Jersey oder ein halber Meter Webware oder so. Ja. Und aufs Jahr gerechnet sind das dann 118,80 Euro. Und man hat hier aber wirklich die Möglichkeit, ja einfach mal zu gucken, was passiert. Und wenn das Jahresabo abgeschlossen wird, bekommt man alle Kurse von mir. Und das beinhaltet auch den umfangreichen Overlock-Kurs zum Beispiel. Also wer eine Overlock zu Hause hat und da Schwierigkeiten mit hat, für den ist das sicherlich auch eine interessante Sache, sich für das Jahresabo dann zu entscheiden. Wie gesagt, sind 9,90 Euro und man hat einen Riesenhaufen an Schnittmustern und Ideen und Tipps und Tricks. Ich glaube, da kommt man mit dem Jahr sowieso nicht hin. Und wenn einem das gefällt, es verlängert sich automatisch. Das heißt, man muss dann gar nichts tun. Und wenn es einem nicht gefällt, kann man auch jederzeit kündigen. Es gibt keine Kündigungsfristen, sondern man muss halt nur zeitnah, bevor es halt abläuft, dann entsprechend kündigen. So ist man dann auch ganz flexibel. Ja, ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, jetzt in diesen Monaten, Wochen sich mal mit sowas zu beschäftigen. Ne? Wenn man, genau. Also ich glaube, auch gerade gut, wenn man noch relativ am Anfang steht, was das Nähen angeht, da kann man sicherlich dann auch sehr, sehr viel mitnehmen. Ja, vor allem die Videos, die Nähvideos, die bleiben auch noch länger stehen. Also das Schnittmuster des Monats ist nur in dem jeweiligen Monat. Das ergibt sich ja schon eigentlich aus dem Namen. Hm. Aber die Nähvideos der vorherigen Monate kann man sich auch immer noch mal anschauen. Wenn man zum Beispiel wissen möchte, wie ein Rock von Echt Knorke genäht wird, weil der war echt vom Schnitt eine ganz neue Nummer und Herausforderung für mich auch. Sowas habe ich vorher noch nicht gesehen. Kann man sich das auch angucken. Und die Schnitte gibt es ja bei den Designern immer noch zu kaufen. Und wenn einem da irgendwie was Tolles gefällt oder sowas, dann hat man da genügend Inspiration. Und darum geht es mir eigentlich auch, Inspiration zu finden. Ja, sehr, sehr cool, würde ich sagen. Aber du machst ja irgendwie, weiß ich nicht, total viele Sachen und das fragte auch jemand bei Instagram. Ich hatte ja aufgefordert, Fragen zu schicken. Es war ganz kurz, Anna, wie schaffst du das bloß alles? Denn du hast ja auch noch die Aktion Mach dein Ding begleitet oder machst du es immer noch? Erzähl mal, was da dahinter steckt. Vielleicht erstmal die erste Frage, wie ich das alles schaffe. Ich habe keine Ahnung. Energie. Du hast Energie. Ich glaube, das wirkt nach außen immer so, dass ich so viel tue. Subjektiv betrachtet habe ich eher das Gefühl, ich könnte noch viel mehr machen. Ich weiß nicht, ob das geht ganz vielen so, glaube ich. Ja. Es passiert auch sehr, sehr viel und ich glaube, deswegen habe ich immer so das Gefühl, ich bin ein bisschen unter Strom, aber trotzdem habe ich immer noch ganz viele Lücken, weil ich noch mehr machen möchte, weil ich so viele Ideen habe und ich kriege die irgendwie alle nicht umgesetzt, weil ja auch mein Tag da beschränkt ist. Ja. Aber wie das ist, weiß ich nicht. Es ist der Mensch entwickelt Energien in Situationen immer ganz von alleine. Ja, ich schaffe immer so viel, wie halt gerade ansteht. Wenn es wenig ist, schaffe ich auch nur wenig. Und wenn es viel ist, wird es irgendwie viel. Habe ich den zweiten Teil deiner Frage vergessen. Die Macht-dein-Ding-Aktion. Ach so, richtig. Was es genau, damit auf sich hat. Ja, das Macht-dein-Ding ist eine Sache von der Initiative Handarbeit, die jedes Jahr auf der Messe in Köln, auf der H&H, das ist die Handarbeit und Hobby, so eine Fachmesse für uns näher, den Startschuss geben für einen Nähwettbewerb. Das war dieses Jahr jetzt das vierte Mal. Und dort kann man dann bis zu dem 30.06. eine Tasche nähen, die auf Social-Media-Portalen posten und dann tolles gewinnen. Also von Gutscheinen über Stoffe, über, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was man alles gewinnen kann, aber es sind auf jeden Fall ganz viele tolle Sachen. Und die Initiative Handarbeit hatte beim zweiten Mal war das, genau, da hatte ich gefragt, ob ich nicht einen Livestream machen könnte, wie man die Tasche näht. Ich würde dieses Projekt gerne unterstützen und in die Welt tragen. Und das fanden die so toll, dass das im letzten und auch in Jahr dann wieder von mir gemacht worden ist, dass ich diese Aktion unterstützt habe mit einem Schritt-für-Schritt-Video auf meinem Kanal. Und eigentlich wäre ja die H&H dieses Jahr ja auch gewesen und ein Taschennähwettbewerb und zwar alles vorbereitet und dann kam die Absage wegen Corona und dann haben wir relativ zügig umdisponiert und dann wirklich ein Live-So-Long daraus gemacht. Ursprünglich war gedacht, dass Sandra von der Initiative Handarbeit mein Gast ist und neben mir sitzt, aber auch da wegen Bewegungseinschränkungen haben wir dann gesagt, das ist das falsche Signal, wenn sie durch die Republik reist. Mir und alle anderen sollen zu Hause sitzen bleiben. Was uns dazu gebracht hat, das Ganze über Skype auch zu machen, weswegen wir auch die liebe Anke, die nämlich die Tasche designt hat, Anke von Cherrypicking, die ganze Zeit zugeschaltet gewesen ist und ich einen Gesprächspartner hatte. Und auch da
gehe ich nochmal zurück zum Anfang unseres Gesprächs. Es ist toll, was jetzt plötzlich entsteht. Auf die Idee, so wären wir vorher nie gekommen wahrscheinlich. Hm. Das ist jetzt aber eine Lösung, denn im nächsten Live-So-Long wäre eigentlich Kati von How to Slay Omas Kleiderschrank. Ah, cool, ja. Die in Österreich sitzt und ebenfalls Ausgangssperren hat. Und jetzt werden wir das auch über Skype tatsächlich machen. Also Entertainment, the Business, wie war das? Irgendwie war da so ein Spruch, ne? Das Business muss weiterlaufen. The Show must go on vielleicht. Danke, genau. Richtig, the Show must go on und in dem Fall halt auch. Und das ist schön, dass es funktioniert. Ja, und so war es jetzt bei der Initiative Handarbeit eben auch. Es gibt dieses Jahr eine ganz, ganz große Tasche, die wirklich unfassbar viel Stauraum bietet. Und wer Lust hat, an dem Nähwettbewerb teilzunehmen, der findet alle Informationen entweder auf meiner Seite, sofern sie wieder online ist, da gibt es nämlich gerade ein paar technische Probleme, oder sonst auch auf der Seite von der Initiative Handarbeit mit Anleitung, Schnittmuster, Bedingungen für den Nähwettbewerb und, und. Das können wir gerne mit verlinken in den Shownotes. Und ich finde, die Tasche sieht auch ziemlich cool aus und hat noch so eine Innentasche, ne, die man irgendwie, richtig, weiß ich nicht, zum Sortieren oder wofür soll man die verwenden? Da fragst du mich was. Ach, ich bin ja nicht so ein Taschenfan. Also, es ist richtig, da ist eine herausnehmbare Innentaschenbeutel drin. Mm. Ich habe mir mal sagen lassen, dass Frauen, die viele Handtaschen haben, das ständig haben. Die haben nämlich alle Sachen, die eine Frau so zum Überleben braucht, in so einer Tasche. Und je nachdem, welches Outfit es ist, wird nur dieser Beutel geschnappt und in eine andere Handtasche wieder reingepackt. Weil ich habe mich sonst immer gefragt, wie kann man denn bitte schön 100.000 Taschen haben? Da muss man ja 100.000 Mal den gleichen Lippenstift drin haben oder was auch immer man dann drin hat. Aber nein, es sind diese herausnehmbaren Dinger und das war, ist bei dieser Tasche jetzt auch so. Für den Taschennähwettbewerb habe ich jetzt nur die Außentasche gemacht und für die Fortgeschrittenen, die können sich dieses Inlay dann eben machen. Das hat den großen Vorteil, dass man die Außentasche wirklich ständig nähen kann und man braucht nur einmal dieses Innenteil zu machen und hat immer wieder eine neue Tasche, die man sehr tragen kann. Sehr gut. Das heißt, du brauchst sehr wenig zum Überleben, schließe ich jetzt aus deinen Worten. Ich glaube, Handy und Schlüssel ist das Wichtigste, was ich habe. Ja. Nimmst du gar keine Handtasche mit? Steckst du es immer in die Hosentasche oder wie machst du es? Nee, ich habe tatsächlich auch eine Handtasche, aber eine wirklich seit Jahren schon immer die gleiche. Jetzt habe ich von meinem Physiotherapeuten einen Einlauf dazu gekriegt, weil ich die halt immer auf der linken Schulter trage und da gerade wirklich ein großes Problem bei mir herrscht und deswegen muss ich jetzt auf was anderes umsteigen. Aber da ist dann viel Platz, wenn ich halt einkaufen gehe, dass ich da alles Mögliche reinschmeißen kann, weil ich bin nicht so diszipliniert und habe überall irgendwie meine Einkaufsbeutel rumfliegen. Deswegen habe ich eine Tasche, da ist Handy, Schlüssel, Portemonnaie drin und im Laufe der Zeit sammelt sich dann der Müll, dann wird das regelmäßig dann aussortiert wieder und dann... Ja, wie gesagt, ich habe nur diese eine einzige Tasche tatsächlich. Ja, da musst du wohl jetzt auf einen schicken Rucksack umsteigen. Ja, habe ich schon gesagt, aber diese Tasche von Mach dein Ding, die kann ich so einmal über den Kopf drüber ziehen. So wie so ein, ja. So also Crossbody-Dingsbums. Irgendwie so. Ja, ja, ja. Okay. Ist ja auch ganz hip gerade, habe ich mir sagen lassen. Ja, und man hat beide Hände frei, ne? Das genau. Ist ja auch praktisch. Ah, Gott, ja. Das ist ja echt Action bei dir, muss ich ja mal sagen. Machst du das denn alles noch alleine? Ich mache fast alles komplett alleine. Den Live-Salon mache ich nicht alleine. Da hilft mir das Kamerakind Jonas, mein liebster Lieblingsehemann. Also ich habe auch nur den einen, aber der ist schon großartig. Und der ist für die Technik zuständig tatsächlich, weil viele haben das gar nicht so auf dem Schirm, was für ein großer Aufwand das ist. Ich meine, du bist ja auch schon bei mir gewesen, hast es noch gesehen. Mittlerweile sieht es ein bisschen anders aus, Elke. Wir haben nicht mehr ganz so viele Kabel hier rumfliegen, wie damals, als du hier warst. Ja. Aber es ist ein sehr großer technischer Aufwand, auch jetzt beim letzten Live-So-Long mit dem Skypen. Das ist ja nicht so, wie wir jetzt hier zusammensitzen und die Konferenz haben, sondern das muss erst in ein Signal rein, umgewandelt werden durch meinen Laptop, damit ich mit demjenigen sprechen kann. Dann muss das wieder zurück, damit es dann gestreamt werden kann und dann auch einigermaßen das Bild und Ton übereinander sind. Das ist nicht so trivial, weswegen auch viele das gar nicht so machen können, wie wir unseren Live-So-Long haben mit mehreren Kameras, sondern wenn man sonst sieht, die haben eine Kamera und wir haben ja hier teilweise 5, 6, 7 Kameras mit verschiedenen Einstellungen und so und dann ist er derjenige, der die Knöpfchen drückt und auch die Regie macht. Also das kann er für sich alleine auch. Er hat auch einen YouTube-Kanal, wo er zeigt, wie man Musik mischt. Da macht er das echt alles alleine. Aber ich habe jetzt letzten Samstag alleine hier gesessen zum Nähen, also ohne Gast. Wie gesagt, Sandra war ja nicht da. Ich wäre völlig überfordert gewesen, zu nähen, in den Chat reinzugucken, gucken, welche Kamera als nächstes eingestellt ist. Also das ist großartig, dass er das macht. Aber alles andere an Videos, auch schneiden, aufnehmen und so, das mache ich alleine.
Dann habe ich noch eine junge Dame, die hier von der Modeschule in Münster ist, die mir meine Videos in Blogartikel umwandelt. Das heißt, wenn freitags auf YouTube das Video kommt, kann man das montags dann auf meinem Blog auch nachlesen. Das nimmt mir auch sehr viel Arbeit ab. Das waren ursprünglich zwei, jetzt ist es dann nur noch eine, die mich da unterstützt. Aber ja, das ist wirklich so ein bisschen, um sich kreativen Freiraum dann noch zu schaffen, ja. Ja, ich glaube, das ist total wichtig, dass du das machst, weil du sonst irgendwann ja auch, ja, ich will es jetzt nicht in den Raum stellen, aber die Gefahr des Burnouts ist ja schon irgendwie gegeben, wenn man ständig immer alles alleine macht. Und ja, da finden sich ja, glaube ich, auch Studenten, die sowas gerne machen, oder? Ja, also diese Burnout-Geschichte, das war tatsächlich jetzt echt heftig, weil der Premium-Mitgliederbereich so gut eingeschlagen hat, dass meine Website komplett überfordert gewesen ist damit. Die war dafür nicht ausgelegt für diesen Run. Und das hat dazu geführt, dass ich sehr viele Sachen manuell machen musste. Ich musste zum Beispiel sämtliche Rechnungen manuell schreiben. Ich oh Gott. Gucken, ob manuell das Geld da ist und dann sperren, wenn es nicht da war und wieder öffnen, wenn es wieder kommt. Jeder, der irgendwie Buchführungen führt, weiß, was dafür sowieso schon für ein Aufwand dahinter ist. Und wenn man dann am Monatsanfang einen Riesenstapel an Rechnungen hat, die man manuell in das Buchführungsprogramm einfügen muss, das ging nicht mehr. Und ich war eigentlich nur noch damit beschäftigt, mich um administrative Dinge zu kümmern und alles andere fiel hinten runter. Ja. Das hat mich dann dazu gebracht, dass ich Anfang des Jahres, also jetzt Ende Februar, tatsächlich mit der Website komplett nochmal umgezogen bin. Ich habe mir einen externen Dienstleister besorgt, der jetzt sich darum kümmert, um alle Anmeldungen zu schauen, ist das Geld da, ja oder nein, und gibt dann die Zugänge automatisch frei und sperrt sie wieder. Okay. Dann habe ich am Ende des Monats eine Abrechnung mit allen Geldern, die eingegangen sind, natürlich abzüglich einer Provision. Aber was ich jetzt an Freiraum gewonnen habe, ist mit nicht zu bezahlen. Ja. Also ich schlafe seitdem auch wieder. Ich habe ja nicht diese Existenzängste sind es nicht gewesen, aber es war schon so, dass ich dachte, jetzt habe ich mir ja so schön was aufgebaut und versinke in einer Riesenflut und komme da alleine nicht wieder raus. Und das war zwar ein sehr schmerzhafter Schritt zwischendurch, aber ich bin froh, dass ich ihn jetzt gemacht habe, weil jetzt können wir ja bis zu 1 Million oder noch weiter expandieren. Das ist ganz egal, weil einfach ein externer Anbieter dahinter steht, ja, der automatisiert ist, als es vorher gewesen ist. Ja, ey, das alles andere klingt auch dann fast schon ein bisschen steinzeitlich, ne? So die Überlegung. Ja. Ja, ehrlich gesagt, wenn man wieder anfangen muss, Listen zu schreiben. Und ja, zum Teil ist es ja bei uns ja auch so, manche Dinge müssen tatsächlich auch noch manuell überprüft werden, weil wir ja eine Facebook-Gruppe als Community haben und da musst du halt auch mal gucken, ne? Wer ist jetzt da noch in der Gruppe und dann müssen, ne, wenn die nicht mehr bezahlen, dann kommen die auch aus der Gruppe raus. Das ist halt auch noch nicht automatisiert. Ja, okay, aber du hast es jetzt alles schon gestemmt und bist jetzt erstmal. Ja, also bis jetzt kann ich wirklich durchatmen wieder. Wenn jetzt die technischen Probleme auf meiner Seite generell ausgeräumt sind, dann läuft die dann auch wieder. Aber ich denke, da ist nie jemand vorgefeit. Ja. Wäre natürlich dann mit sehr, sehr schade, wenn es gar nicht mehr funktioniert, aber davon will ich gar nicht reden. Ist auch Quatsch, weil nein, es wird schon wieder funktionieren. Ja, ja. Dauert jetzt halt einen Moment. Aber sind wir mal ganz ehrlich, meine Seite ist nicht lebensnotwendig im Moment und es haben auch, glaube ich, alle Verständnis dafür, wenn da mal was nicht funktioniert. Die, die kein Verständnis haben, sind dann sowieso irgendwann ganz schnell wieder weg und dann habe ich da auch weniger Stress. Ja, also ich, klar, das, was du machst, das, was ich mache, das ist jetzt sicherlich nicht fürs Überleben notwendig, aber ich habe ja gerade den Blusenshirt So Long durchgeführt, auch mit relativ vielen Frauen. Und da kam ganz oft das Feedback, wie schön, dass wir das haben, dass wir uns abends mal so zurückziehen können und abschalten können vom Alltag. Haben also auch Frauen geschrieben, die tatsächlich so systemrelevante Berufe haben. Und ich glaube, das trägt schon auch mit dazu bei, wenn wir sozusagen Angebote haben, die komplett ablenken von dem, was da draußen passiert. Gerade mit, ja, vielen Frauen, die jetzt mehr zu Hause sind als vorher. Klar, auch mit der Herausforderung, dass da jetzt die Kinder auch zu Hause sind oder die ganze Familie besser gesagt, ne? Braucht man doch so seine kleine Oase, wo man mal abschalten kann. Ja, und wenn das wir stimmt. dazu beitragen können, ist es doch auch schön. Ja, es ist wirklich sehr, sehr schön. Und selbst wenn man nicht so sonderlich viel Zeit hat, um, wie gesagt, das Hemdblusenkleid jetzt bei mir oder deinen Blusen-So-Long da zu nähen,
dann bleiben ja immer noch der Mundschutz zum Beispiel. Das ist auch ein ganz tolles Projekt, was man mit Kindern wirklich machen kann. Mhm. Unser Sohn hat zum Beispiel angefangen, dann das Schreckband immer in der richtigen Länge abzuschneiden. Nähen hatte dann keinen Bock drauf. Also ich hatte ja vorher so die romantische Vorstellung, er näht jetzt für seine Hebamme Mundschutze. Das war natürlich wieder nichts. Aber er hat immerhin die Bändel abgeschnitten. Ja. Und man kann sich damit auch beschäftigen. Es ist ja auch keine Akkordarbeit oder sowas. Aber ich bin da auch voll bei dir. Alles, was so ein bisschen Zerstreuung bringt, ja, hilft. Weil ich bin froh, dass das Wetter draußen schön ist, dass man davon zumindest keine schlechte Laune bekommt und alles andere, was in diesen Zeiten die Leute dazu bringt, dass es ihnen ein Stück weit besser geht, ist völlig legitim. Und dazu zählt sicherlich auch das, was wir anbieten. Ja, 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 und wo du das gerade sagst, also ich habe schon mehrfach, also war ich schon sehr, sehr dankbar dafür, dass dieses Virus jetzt nicht im November aufkam. Ja. Weil die Vorstellung, das zu ertragen, die ganze Familie zu Hause, wenn es um 4 Uhr schon dunkel wird und draußen nur Sauwetter ist, ich glaube, das wäre echt deprimierend gewesen. Ja, da bin ich auch ganz bei dir. Das habe ich ja letztens auch überlegt, ja. Also können wir ja eigentlich dankbar sein, dass das Virus ein bisschen gewartet hat. Ja, Quatsch. Aber ne, manchmal hat man ja so Gedanken, wo man auch einfach mal dankbar sein darf für solche Dinge. Ich bin dankbar, dass wir einen Garten haben. Ja. Das heißt, wir können raus, wir können Fußball spielen, wenn wir wollen. Ich denke manchmal, die Leute, die in der Stadt sind und dann nicht mal einen Balkon haben oder so, oder wenn es jetzt noch wärmer wird in der Dachgeschosswohnung, dann vielleicht da sind oder sowas, das sind schon mal wieder Dinge, die auf einem ganz anderen Level stehen. Und dann kann man sich über solche kleinen Dinge tatsächlich auch viel, viel mehr freuen. Ja, das stimmt. So, jetzt möchte ich aber nochmal das Thema wechseln und nochmal übers Nähen sprechen. Und zwar, das wollte ich nämlich auf jeden Fall noch mit ansprechen, was sind denn die Top 3 nachgefragten Tutorials an deinem Kanal? Meinst du jetzt gerade aktuell oder soll man nehmen wir mal den Mundschutz aus. Nehmen wir mal den Mundschutz aus, der ist tatsächlich jetzt gerade der, das Video, das glaube ich. Durchschlägt. Ja, in dem Zusammenhang aber dann auch tatsächlich, wie man Schrägband selber macht, ist dann jetzt gerade tatsächlich Top 2. Aber generell ist das Schrägband tatsächlich mein absolut bestes, laufendstes Video, wie man Schrägband annäht. Das überrascht mich jedes Mal auch wieder, weil ich denke jetzt, also wo ist jetzt da die Schwierigkeit eigentlich. Und wenn ich dann halt sehe, wie viele Leute das klicken, muss ich mich immer wieder zurückversetzen in meine ersten Anfänge, wo ich das Schreckband aufgenäht habe und dachte so, ha, wie soll das denn jemals funktionieren? Und im Laufe der Zeit kriegt man natürlich einfach Übungen und dann geht es einem, ja, dann hat man nicht mehr so große Probleme. Also das ist wirklich der Dauerbrenner. Dann die weiteren Dauerbrenner tatsächlich, wie man ein Bündchen annäht, also Halsbündchen berechnen und annähen, Ärmel annähen. Also das, was man ganz am Anfang hat, wenn man sich das erste Mal ein Oberteil zum Beispiel näht. Okay, also was da in dem Zusammenhang dann ist. Gerne auch so Sachen wie Jeans flicken, also ne, reparieren. Das kommt ja immer mehr jetzt im Moment, Upcycling und reparieren. Ja. Das sind so eigentlich tatsächlich die Dauerbrenner bei mir. Und welche Videos machen dir am meisten Spaß? Also, ja, das ist jetzt eine sehr gute Frage, weil Spaß ist ja relativ. Also, wir formulieren mal um. Also, die Videos, die ich richtig schön finde, für mich persönlich, wo ich mal das Gefühl habe, es ist wirklich alles rund, alles so gesagt, wie ich das haben möchte, die Farben passen, die Einstellungen passen, das Timing passt oder sowas. Das sind meistens dann die Videos, die nicht ganz so gut laufen. Okay. Und andere Videos, wo es dann darum ging, oh Gott, morgen ist Freitag, jetzt haben wir Donnerstagabend, was mache ich denn jetzt für morgen? Die so schnell sind, die sind dann häufig doch viel, viel besser, als ich es vorher gedacht habe. Und du hattest es ja eben mal angesprochen, dass man ja manchmal auch so ein bisschen betriebsblind wird, dass man da gar kein Problem sieht, wo viele ein Problem haben. Und das sind eigentlich dann wirklich die besten Videos, die dann laufen, wo ich einfach nur noch mal ja so einen kleinen Hinweis gebe, denk doch mal, wie wäre es damit? Und das, die machen mir dann auch im Nachgang noch Spaß, wenn ich sehe, dass was passiert. Ja. Deswegen, es ist halt meine Arbeit. Davon Spaß zu reden, finde ich halt ein bisschen schwierig, weil es ist halt, so für so ein Video brauche ich 2 bis 3 Tage, je nachdem. Manchmal geht es auch ein halber Tag oder so. Und das ist mein Alltag. Jeden Freitag gibt es dieses Video, außer in den Ferien. Und da muss ich mir überlegen, welches Thema suche ich mir raus. Manchmal
komme ich selber auf Ideen. Manchmal geht es aber auch darum, dass Leute mir eine Frage gestellt haben. Daraus entwickelt sich was. Oder jetzt mit den Premium-Sachen, dass ich dann einzelne Probleme rausnehme. Zum Beispiel jetzt bei dem Hemdblusenkleid habe ich diesen Jägerzaun gezeigt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Ja, ja. Wie man so Knopflöcher ganz schnell im gleichen Abstand machen kann. Das habe ich jetzt in dem eigentlichen Video auf dem Premium-Bereich nicht gezeigt, sondern das habe ich als ausgeklammert dann für YouTube tatsächlich. Ja, aber wenn du sagst, du brauchst 2 bis 3 Tage für so ein kurzes Nähtutorial, wie lange brauchst du dann für die Premium-Sachen? Also wenn du da so ein komplettes E-Book abfilmst? Nicht viel länger tatsächlich. Ach, echt? Weil, es kommt so ein bisschen drauf an, weil wenn ich mich einfach hinsetze und die Kamera laufen lasse und Schritt für Schritt mitnähe, also mitfilme, was ich da tue, dann ist das auch eine sehr konzentrierte Arbeit. Und für die kleinen Videos muss ich halt dann viele kleine Schritte machen. Also einen kleinen Beauty-Shot hier nochmal drüber gehen, dann mich abfilmen, wie ich die Anmoderation mache, die Abmoderation. Also natürlich dauert das Video für den Premium-Bereich unterm Strich viel, viel länger, weil wenn das eine halbe Stunde geht und ich ein Voice-Over nachher nochmal drüber mache, ich habe Material von 3-4 Stunden, das muss ich sichten, das muss ich dann schneiden. Natürlich dauert das länger, aber es ist einfach von dem Arbeitsablauf das Gleiche. Ich sitze dann zwar länger dran, aber gefühlt ist es nicht viel mehr Aufwand tatsächlich. Mhm. Ja, interessant. Kommt immer ein bisschen drauf an. Also so ganz grob kann man das eigentlich nie genau sagen. Mal hat man ja auch einen besseren Tag und mal einen schlechteren. Mal muss ich die Sprüche 5-mal einsprechen und manchmal habe ich einen Take und fertig. Ja, klar, verstehe. Ja, cool. Und hast du noch irgendwelche Sachen in Planung, über die du sprechen möchtest, oder ist jetzt erstmal dein Premium-Mitgliedbereich sozusagen dein Hauptding? Also ich habe tatsächlich noch was in der Planung, worüber ich aber tatsächlich jetzt gerade nicht sprechen möchte, weil ich nicht sicher bin, ob das noch so passiert unter den Gesichtspunkten, die wir jetzt gerade haben. Mhm. Also ich kann schon sagen, ich feiere jetzt im Mai meinen 5. Geburtstag und hatte ursprünglich gedacht, eine Meilenstein-Geschichte daraus zu machen, weil also Meilenstein damit AI. Und da was drum zu stricken. Ich bin mir aber im Moment noch nicht sicher, ob ich dieses Mammutprojekt tatsächlich angehen kann und angehen möchte, weil die Umstände im Moment so sind, dass ich mich noch nicht entschieden habe, ob ich das tatsächlich mache. Ja. Und hattest du auch noch Veranstaltungen geplant für dieses Jahr? Also deine Nähwochenende? Richtig, ich habe noch mein Nähwochenende geplant. Das ist allerdings für Ende Mai. Aber ich habe tatsächlich auch schon den Gedanken gehabt, ob das denn tatsächlich durchgeführt werden kann oder nicht. Bin mir zum Beispiel auch nicht 100%ig sicher, ob diese Feriensache jetzt nur bis zu den Osterferien geht oder ob die es vielleicht möglicherweise bis zu den Sommerferien noch ausweiten. Ja. Und also alles ungelegte Eier natürlich, aber den Gedanken hat man zwischendurch schon mal gehabt. Und in dem Zusammenhang würde natürlich dann das Nähwochenende auch nicht stattfinden. Ja, okay, Ende Mai kann man ja nochmal gucken, ne? Aber wir haben jetzt 2 Veranstaltungen verschoben auf nächstes Jahr. Einmal die Anfang April in Düsseldorf und einmal die Anfang Mai in Stuttgart. Genau, und dann schauen wir mal. Ja. Ja, Anna. Sag nicht, es ist die Stunde schon wieder um. Das weiß ich nicht. Wir haben ja nicht zu der Zeit angefangen wie geplant. Ich habe gar nicht mehr geguckt. Aber das ist auch egal. Also ich denke mal, an Themen würde es uns jetzt nicht mangeln. Aber nee. Ich will dich jetzt auch nicht hier zu sehr beanspruchen. Also ich finde auch Wahnsinn, was du in den letzten Monaten so alles auf die Beine gestellt hast. Und ich habe mich auch schon gefragt, als du jetzt auch diese ganzen Stories da gepostet hast zu den Gesichtsmasken. Wie macht die das alles? Ist die nur noch auf Instagram? Macht die noch irgendwas anderes? Aber ja, es nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch. Aber hast ja auch sehr viel Aufsehen erregt. Also im Sinne von, dass das Bewusstsein dafür sich ja nochmal ganz anders entwickelt hat. Und Ja, in dem Zusammenhang würde ich es mir wünschen, dass die Leute vielleicht noch mehr an ihre lokale Presse mal rangehen. Also ich hatte ein Gespräch noch mit RTL, die vielleicht dazu auch noch hoffentlich was machen. Andere Sender habe ich auch angesprochen. Das läuft allerdings im Moment noch ein bisschen schleppend. Vielleicht sind die Leute auch noch nicht ganz so begeistert oder überzeugt davon, dass es wirklich wichtig ist oder ist es noch nicht durchgedrungen oder andere Dinge sind wichtiger. Aber vielleicht kann der eine oder andere an seine lokale Radiostation mal herantreten und auf dieses Thema aufmerksam machen. Also ich würde mich natürlich immer freuen, wenn das im Zusammenhang mit meinem Video ist. Das ist ganz klar, aber darum geht es mir nicht, sondern es geht mir einfach nur darum, dass in der breiten Öffentlichkeit ein Bewusstsein dafür geschafft wird, dass das gerade echt wichtig ist und wir sind wirklich so unfassbar viele Hobbynäher,
warum die Zeit nicht nutzen. Ja, das ist doch ein gutes Abschlusswort. Das freut mich. Ja, Anna, vielen, vielen Dank für die Zeit, für das schöne Gespräch. Ich drücke dir die Daumen für ja, deine geschäftlichen Ambitionen. Ich finde es super, dass du so viel Energie zeigst, auch wenn es vielleicht von außen anders wirkt als bei dir. Ich finde, du wirkst immer sehr dynamisch und ja, positiv eingestellt. Und ich denke, das überträgt sich ja dann auch auf deine Follower und auf deine Kunden. Das ist doch super. Ich denke, wir müssen uns auch irgendwann mal wieder treffen. Ja, hätten wir ja jetzt so gerne alle in Köln. Ja, aber gut, das wird sich auch wieder fügen und dann macht es wahrscheinlich umso mehr Spaß. Das denke ich auch. Ich danke dir auf jeden Fall vielmals, dass ich Gast in deinem Podcast sein durfte. Freue ich mich auch sehr darüber, dass es so einen enormen Zuspruch bekommen hat mit deinem Podcast, dass du ja so viele Leute hast, die sich das auch so gerne anhören. Und ich finde auch, durch deine ruhige Art kann man dir auch wahnsinnig gut folgen. Und du hast auch immer tolle Themen, die du da ansprichst, auch aktuell jetzt gerade eben mit den Sachen, die du jetzt diese Woche dann auch machst. Und ja, wie gesagt, ich sage danke, dass ich Gast sein durfte. Also, liebe Zuhörerinnen, auch dir wünschen wir natürlich viel Gesundheit, bleib gesund, werd gesund und ja, Nähen ist jetzt eine schöne Alternative zum Abschalten. Macht's gut, tschüss!